Was bedeuten mir eigentlich Kunst und Natur? Diese Frage stelle ich mir aktuell immer wieder, zum einen, weil wir eine Ausstellung vorbereiten mit dem Titel Was ist Natur? Zum anderen, weil ich jetzt als Direktorin des Museums Sinclair House im Rahmen der Stiftung Nantes Buch für Kunst und Natur das quasi in meine Berufsbezeichnung mittrage. Aber insgesamt sind es für mich einfach wichtige Fragen, die mich mein ganzes Leben eigentlich schon begleiten. Kunst, würde ich sagen, ist auf der einen Seite das, was irritiert, was mich herausfordert, was mich in eine Anspannung versetzt, die mir sehr willkommen ist, indem sie immer wieder fragt, was sehe ich da eigentlich? Wie empfinde ich das, was ich da sehe? Wie verhalte ich mich dazu? Und somit eigentlich die Frage mir stellt, wo stehe ich? Und mir dazu die Gelegenheit gibt. Kunst ist das eine. Naturerfahrung auf der anderen Seite ist vielleicht eher zu sagen, hier stehe ich. Ist also eher das, sich in einem Zusammenhang zu fühlen. Ist mal kurz zu vergessen, mal kurz auszusteigen aus dem ganzen technoökonomischen System, in dem wir uns befinden. Ist also eher die Auseinandersetzung mit dem, was uns umgibt, wie ich Teil davon bin. Und ich glaube, dass diese Kombination von Kunst und Natur, wenn man das zusammenbringt, dann wird es nochmal richtig spannend. Ausstellungen sind für mich immer wieder und immer noch sehr faszinierende Medien, sehr faszinierende Orte. Denn in Ausstellungen kann man eben verschiedene Objekte aus unterschiedlichen Disziplinen und Zeiten zusammenbringen und so neue Perspektiven auf Dinge gewinnen, die wir zu kennen meinen, mit denen wir uns gut auszukennen meinen. Und das gilt, denke ich, in ganz besonderem Maße für die Natur. Natur ist etwas, was wir ganz selbstverständlich verwenden als Begriff, wo wir irgendwie Vorstellungen haben. Aber ich glaube, diese Vorstellungen wandeln sich zum einen extrem. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Verhältnis, das wir beschreiben. Und zum anderen werden wahrscheinlich nicht zwei oder drei Personen die gleiche Vorstellung von Natur beschreiben. Vielleicht gibt es Überschneidungen, aber nicht genau gleich. Und genau das ist eben die Frage, wo stehen wir? Wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir heute? In einer Zeit, die von ökologischen Krisen eigentlich immer wieder überschattet ist, wo klar ist, es geht nicht so friedlich weiter mit uns und der Natur, wie wir das bisher gewohnt waren. Und das ist genau der Punkt, an dem wir hier im Museum Sinclair House mit der Stiftung Nantes Buch für Kunst und Natur ansetzen. Wir schaffen Räume für das sinnliche Erfahren von Kunst und Natur, genau mit dem Ziel, uns selbst zu befragen, uns selbst zu verständigen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo stehen wir als Individuen, aber auch zur Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, diesen Ort jetzt hier mitgestalten zu können und mit dem Museum Sinclair House dieses große Themenfeld von Kunst und Natur bearbeiten zu können und entdecken zu können.